Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Lass uns mal reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, heute reden wir darüber, über das bedingungslose Grundeinkommen, weil mich das Thema selbst interessiert und ich mich dafür mega interessiere, was es ist und alles. Und wer es noch nicht kennt, dem verlinke ich mal ein Video unten in der Videobeschreibung. Das erklärt es ein bisschen auf, was es ist und alles und Co. Und in diesem Format würde ich darüber reden, was ich dazu halte, was ich dazu sage und was ich dazu empfinde und warum ich dafür bin, dass sowas eigentlich auch in irgendeiner Form irgendwann mal eingeführt werden sollte. Ja, erstmal dazu, das bedingungslose Grundeinkommen ist eben so, man kommt ein Einkommen, also einen Betrag an Geld, was bedingungslos an keiner Form geknüpft ist. Also ihr müsst dafür nichts machen, ihr bekommt einen bestimmten Betrag, das können unterschiedliche Beträge sein. Manche sagen ja, es sollte schon über 1000 Euro sein, manche sagen, es sollte unter 1000 Euro sein. Und stellt euch mal vor, ihr geht nicht arbeiten oder geht arbeiten und ihr bekommt jeden Monat zum Beispiel eine Summe von 1000 Euro. 1000 Euro ist viel Geld, ist aber auch nicht wirklich viel Geld. Wenn man mal guckt mit heutzutage Ausgaben, Wohnung, Miete und Co., ist es nicht viel. Aber wenn ihr keine Bedingungen habt, darüber irgendwas für zu machen, würdet ihr denn noch weiter arbeiten gehen oder würdet ihr euch sagen, 1000 Euro reicht mir zum Leben? Ich mache davon irgendwas anderes. Ich mache mich künstlerische Aktivitäten machen oder ich mache dies oder das oder ich gehe noch weiter arbeiten, nehme die 1000 Euro für ganz andere Sachen, dass ich mir ein besseres Leben leisten kann. Ja, was würdet ihr machen? Also schreibt es mir mal in den Kommentaren. Das wäre zum Beispiel eine Art von bedingungsloses Grundeinkommen. Also wenn man sagt, man könnte bestimmt Geld an oder was machen. Zum Beispiel würde ich, sagen wir mal, BM oder 1000 Euro bekommen und könnte machen, was ich wollte mit den 1000 Euro und ich müsste dafür nichts nachweisen, warum, weshalb, wieso und Co. Würde ich, glaube ich, Teil für mein Hobby zum Beispiel YouTube nehmen und sagen, 1000 Euro pro Monat kann ich mein YouTube-Video machen, ohne irgendwie vielleicht arbeiten zu gehen. Ja, das wäre eine Art Hobby, künstlerische Aktivitäten. Aber es könnte auch sein, dass man sagt, okay, ich kriege 1000 Euro pro Monat, ich baue meinen YouTube-Kanal mit aus, dass ich davon leben kann, dass ich vielleicht noch mehr Geld machen kann und könnte auch sowas machen. Oder man sagt, 1000 Euro, ach, ich lege mich auf die faule Couch und mache einfach gar nichts. Das wäre natürlich ein Nachteilpunkt, das sollte man natürlich nicht machen, was meine Meinung dazu ist, also sich auf der Couch legen und gar nichts machen. Weil das hat ja auch bestimmte Knüpfung, wenn man arbeiten geht danach auch noch, man kriegt 1000 Euro oder sowas, oder man bekommt einen anderen Geldsatz und geht dann noch alte arbeiten, dann finanziert man das System mit, so ist es gedacht, wie ich es mir belesen habe. Es gibt schon ähnliche Formen von bedingungslosem Grundeinkommen. Zum Beispiel gibt es einen Verein, der nennt sich mein DGE.de. Dort ist es so, dass mehrere Leute, also eine Person wird ausgelost, wenn man einen bestimmten Spendenlimit erreicht hat, also per Crowdfunding. Zum Beispiel, man nimmt jetzt an den Crowdfunding teil. Ich glaube, es waren bis jetzt über 300 Leute, die teilgenommen haben an diesem Crowdfunding und haben Geld eingezahlt. Insgesamt werden bei diesem Crowdfunding jedes Jahr 12.000 Euro gesammelt für eine Person, dass eine Person jeden Monat zum Beispiel 1.000 Euro bekommt. Ich verlinke euch den Link nochmal von diesem Crowdfunding unten in der Videobeschreibung. Und dort ist so, man macht in diesem Crowdfunding mit, zahlt einen bestimmten Geldbetrag ein. Das ist frei entscheidbar und macht man bei einem Gewinnspiel mit, wo man in eine Lostrommel kommt und dann ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro pro Monat gewinnen kann. Das Ziel ist dann 12.000 Euro zusammenzubekommen, um ein Jahr jemanden ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, wo es an nichts geknüpft ist, wo man 1000 Euro jeden Monat bekommt und alles machen kann. Da gab es jetzt bestimmte Fälle auch schon, weil es schon, ich glaube 70 Leute haben es bis jetzt schon gewonnen. Und in bestimmten Fällen war es so, dass zum Beispiel, habe ich heute gelesen, eine Mutter Kind bekommen, Studium und Co-Studium, glaube ich, hat es abgeschlossen, also sie musste ihre Doktorarbeit noch alles machen. Und dennoch nebenbei arbeiten, das wäre schwieriger gewesen. Also hat sie eben 1000 Euro gehabt und konnte ihre Doktor oder diese Arbeit, die sie hatte, machen, ohne nebenbei jobben zu müssen. Also allein, also meine Mutter bis und noch jobben muss nebenbei und dennoch irgendwas wegen, um weiterzukommen, machen muss, das ist mega viel Arbeit. Und damit konnte sie den Jobben weglassen, konnte sich auf die Kind konzentrieren und auf die eine Sache
und konnte es eben durchziehen und erfolgreich abschließen. Das sind so eine Varianten, die man machen kann, zum Beispiel. Aber Bedingungsloses Grundeinkommen wird eben sehr viel diskutiert und wird überlegt, weil heutzutage ist es ja so, dass viele Jobs immer mehr von Robotern abgenommen werden. Und da muss es irgendwann mal in irgendeiner Form ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Und viele meinen auch viele Politiker. Zum Beispiel wird in Finnland, wenn ich jetzt nicht falsch bin, wird es jetzt schon getestet an 2000 Leute. Ich muss es mal kurz nachlesen, ob ich richtig bin. Seit 1. Januar in Finnland wird es zum Beispiel jetzt gerade aktuell an 2000 zufällig ausgewählten Personen, die arbeitslos waren, getestet, also die von Sozialhilfeempfängern waren, bei diesem finnischen Sozialamt, was es da auch gibt, wurden zufällig ausgesucht und kriegen jeden Monat einen Betrag in Höhe von 560 Euro bedingungslos. Also die ist so die Sozialhilfe, was man da maximal bekommt, sind 560 Euro. Und die bekommen sie dort, also 2000 zufällig ausgewählte Leute. Und für 2 Jahre lang müssen dafür nichts nachweisen, was sie machen, oder überhaupt nichts nachweisen. Wenn sie jetzt einen Job finden, bekommen sie ihn trotzdem. Oder wenn sie den ganzen Tag faul auf der Couch sitzen und nichts machen, bekommen sie auch dieses Geld. Und das ist dort das System zum Testen. Gerade aktuell. Die testen das gerade aktuell auf ein richtiges Praxistest. 2000 Leute, zufälligerweise ausgewählt, werden getestet, geguckt, was machen die Leute und wie stellen sie das mit dem Geld an. Bleiben Sie auf der Powder Couch? Machen Sie mehr? Oder finden Sie einen Job und machen dann was? Oder machen Sie das ganz eigenständig auch und mit diesem Geld investieren? Und machen Sie eine Firma auf oder sonst was? Das wird dort getestet und es wird mega spannend, was dieses Ergebnis nach diesen 2 Jahren sind. Weil die Leute eben auch mitdenken. Also wenn ich jetzt selber denke, dass irgendwann immer mehr Berufe von Robotern übernommen werden und nicht von der Menschenhand, dann ist es schon komisch, weil dann fallen ja Arbeitsplätze weg. Und wie will man eine Wirtschaft ankurbeln, ohne dass jemand arbeiten kann? Das ist auch ein sehr großes soziales Problem. Ja, wie soll es aussehen, wenn du da kein Geld bekommst? Wie wird das eben? Also wenn der Staat kein Geld einnimmt, kann er auch kein Geld geben. Und dieses bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich an bestimmten Punkten geknüpft und an bestimmten Punkten gesetzt. Und dann muss man sich doch gucken, wie das wird. Und deswegen finde ich so einen Praxistest ganz gut, dass es da getestet wird und mal gucken, wie es wird. Ich bin da mega gespannt. Vielleicht mache ich in 2 Jahren auch nochmal so ein Video. Lass uns mal reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, lass uns mal über das bedingungslose Grundeinkommen reden. So heißt das jetzt richtig. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dort wird. 2017, 2018, dieses Testmodell. Und was diese Auswertung ergibt davon, dieses Praxistest. Finde ich sehr spannend. Lasst mal eure Kommentare offen da. Würdet ihr so ein bedingungsloses Grundeinkommen empfehlen oder sagt ihr total überstürzig, wie soll es finanzieren? Ja, das ist spannend. Wie soll sich das finanzieren? Wie gesagt, ich weiß es nicht, wer sowas finanzieren kann, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, die Leute, die sich darüber im Kopf machen, wie man sowas machen kann. Die können euch sowas mehr erzählen und die Leute, die von euch schon über das Thema schon geredet haben oder sich dafür interessieren und dafür überlesen haben, können ja mit in die Kommentare übergehen. Aber ich persönlich bin für so eine Systeme sehr offen, weil heutzutage ist so, ich zum Beispiel würde trotzdem noch weiter arbeiten gehen, weil ich denke mir so 1000 Euro, ja, schön. Dann gehe ich lieber nochmal weiter arbeiten, verdiene nochmal vielleicht 1000 oder 2000 Euro drauf, dann wäre ich bei 2 oder 3000 Euro pro Monat, die ich auf der Hand habe. Und damit könnte ich viel mehr machen, viel mehr anstellen, vielleicht mal reisen und Co. Aber man muss sich überlegen, was ich mir dann immer selber überlege, erhöhen sich denn nicht die Grundkosten, wenn dann sagen wir zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro, erhöhen sich da nicht die Grundkosten von generell alles? Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt, wie finanziert dieses System und wie kann man sowas klar halten, ohne dass es schief geht? Wenn zum Beispiel in Deutschland so viele Leute so viel Geld bekommen. Es ist zwar so, dass weniger Leute, also zum Beispiel, was ich letztes Mal gesehen habe, dass ungefähr nicht mal die Hälfte der Leute in Deutschland das erwirtschaften für die andere Hälfte, die es brauchen, Rentner und Co., um
das über System überhaupt zu halten. Zum Beispiel nicht mal eine Hälfte geht arbeiten, um mehr als die andere Hälfte zu finanzieren, ihr Lebensunterhalt zu überbringen. Ja, das wird spannend, wie dieses System in Finnland funktioniert und generell, wie sich in Deutschland die Lage entwickelt, wie Deutschland sich in Zukunft einstellt, weil es wird ja auch heutzutage in der Politik schon diskutiert, so nach und nach. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses System irgendwann mal vielleicht in Anwendung kommt. Ich hoffe es zumindest so, oder dass es rege diskutiert wird. Deswegen sagt mir mal, wie ihr dazu steht, was ihr dazu findet, zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von Lass uns über ... reden Videos sehen wollt, zum Beispiel lass uns mal reden über bedingungsloses Grundeinkommen, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine neue Format gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Und ja, ich probiere dieses Video auch so wenig zu cutten wie möglich, weil ich finde es auch wichtig, dass ihr mal ohne Cut, es werden auch Videos geben, die dann gecuttet sind, aber dieses Thema will ich mal ungecuttet lassen und sehen, wie ihr es findet. Wir sehen uns bis nächste Mal.